Die hat nicht mehr gehalten auf meinem Kopf. So ist es halt, meine Damen. Ja, um einen Preis zu verleihen, meine Damen und Herren, müssen wir uns eigentlich immer mit der Vergangenheit beschäftigen zunächst. Denn geehrt werden ja immer Leistungen, die bereits vollbracht wurden. Und erlauben Sie mir da als gelernter Historiker, der ich nun mal bin, dass ich den Bogen kurz zurückspanne und Sie daran erinnern darf, ein gewisser Timotheus Ritsch, heißt der Vater unseres Gewerbes, also der Printmedien eigentlich in Deutschland. Der gute Timotheus war Drucker und Buchhändler in Leipzig und hatte die Idee, sechsmal wöchentlich alle, ich darf zitieren, neu einlaufenden Nachrichten von Kriegs- und Welthändeln herauszubringen. Übrigens mit einer Startauflage von 200 Exemplaren. Den lieben Verleger, das ist wahrscheinlich nicht so ganz ihre Kragenweite. Die erste Tageszeitung war damit geboren und es war die erste Ausgabe, kam raus am 1. Juli 1650. Sie sehen an meinen Papieren, jetzt geht es endlos weiter in der Geschichte, weil ich Historiker bin. Nein, natürlich nicht. Heute, 361 Jahre später, gibt es Tageszeitungen, die dem Leser die neuesten Nachrichten urbis et orbis immer noch nahebringen, immer noch trotz Apps, trotz Google, trotz Wikipedia. Wie wunderbar ist das denn? Für mich persönlich ein Grund zum Feiern. Ich hoffe für Sie auch. Der Grund zum Feiern war noch ein anderer, denn wir entdecken, wenn wir in die Zeitungen schauen, aus Oberfranken zumindest, dieser Tage, Geschichten, die uns berühren, Geschichten, die interessant sind, Geschichten, die uns im Anklang an das, was Frau Unterbauer sagte, die Heimat näher bringen. Und damit bin ich schon beim Oberfränkischen Medienpreis Print und bei den Nominierten. Nominee Nummer 1. Ein halbes Jahr vor Fukushima, stellen Sie sich vor, da befinden wir uns jetzt, ich nehme gleich meine Brille ab, eine kleine Gemeinde, ein 280 Einwohnerdorf im Frankenwald. Dieses Einwohnerdorf hat seine Energiewende bereits vollzogen. Im Wirtshaus amüsieren sich die Leute aus dem Dorf darüber, dass Besucher kommen, aus ganz Deutschland kommen, um Photovoltaikanlagen, Bioheizkraftwerk und Biogasanlage gleich hinterm Stall vom Bauernhof zu besichtigen. Der halbe Ort ist an einer Energiegesellschaft beteiligt, die so viel Wärme produziert, wie alle Haushalte verbrauchen und doppelt so viel Strom, wie dieser kleine Ort benötigt. Mit dieser Geschichte des Energiedorfes startete am 14. September 2010 die erste Ausgabe der Energiezeitung. Woher die Energie in der Zukunft kommen wird, ist eine der entscheidenden Fragen unserer Zeit. Knappe Rohstoffe, Klimawandel, gefährliche Technologien und so weiter betreffen die ganze Welt. Aber das Energieprojektteam in der Redaktion des Fränkischen Tags rückte gerade mal eben für diese Serie Oberfranken ins Zentrum der Welt und schaute, wie diese Energiefragen die Region beeinflusst und wie wiederum die Region die Energiefrage beeinflusst. Es gab viele Themen in dieser Serie. Die Redaktion versuchte überall möglichst nah ranzukommen. Schreiber und Fotografen kletterten beim Bau einer Solaranlage aufs Schrebergartenhaus und bei der Reparatur einer Starkstromleitung aufs Kranauto. Sie trafen Menschen, sie trafen sich mit ihnen, sie unterhielten sich mit ihnen. Kurzum, sie waren das, was man gute Journalisten nennt. Es waren sehr individuelle Geschichten, die zeigten, wie viel Energie die Region hat. Und zwar im doppelten Sinne. Zusammen ergaben sie 29-seitige Hefte. Jeden Dienstag lag die Tageszeitung der Mediengruppe Oberfranken, das Fränkische Tag, die Bayerische Rundschau und das Koberter Tageblatt, eine Energiezeitung bei. Parallel dazu erschien von Mitte September bis Mitte November 2010 jeden Donnerstag und Samstag in den Tageszeitungen eine Seite mit Energiethemen. Eine wirkliche, innovative Meisterleistung. Aber damit nicht genug. Der zweite Nominee ist ähnlich.
hervorragend in seiner Arbeit gewesen, nämlich der Mann Bayerische Brühe. Er wurde nominiert mit einer Jahresserie, die im Jahr 2010 speziell das Thema Genuss Region Oberfranken behandelt. Ich bin froh übrigens, dass ich diese Laudatio so halten darf, weil dadurch konnte ich die Beiträge lesen. Ich bin nämlich am 1.11. neu in Kulmbach. Das nur nicht. Wenn ich mich vor mir. In diesen Folgen, mit jeweils einer ganzen Zeitungsseite, hat der Norddeutsche Kurier dabei nicht nur die Themen Bier, Brot und Bratwürste unter die Lupe genommen, sondern auch die Berufe, die dahinter stehen, die Bräuche, die Gepflogenheiten, die Produktionsbedingungen. Und natürlich die vielen, vielen Besonderheiten und Spezialitäten. Die Redaktion hat über die Aspekte, die touristischen Aspekte dieses für Oberfranken so existenziell wichtigen Themas geschrieben. Produkte präsentiert, die diese Region besonders machen. Rezepte vorgestellt, die ansonsten in Vergessenheit geraten wären. Und natürlich immer wieder mit Menschen gesprochen, die Oberfranken ausmachen. Die Redaktion war zu Recht, wie ich meine, davon überzeugt, dass sie mit dieser Serie in der Tageszeitung Nordbayerischer Kurier, die übrigens auch ins Internet übertragen wurde, einen wichtigen Beitrag dafür geleistet hat, dass Außenstehende diese wunderbare Region mit anderen Augen sehen. Nicht minder wichtig erschien der Redaktion dabei, durch die Fülle der Beiträge auch den Menschen hier in der Region einmal mehr zu verdeutlichen, dass sie sich nicht zu verstecken brauchen hinter dem, was hier geleistet, geschaffen und bewirkt wird. Ich komme zum dritten Nominierten. Und ich darf hier zitieren, denn ich glaube, das ist ein Text, der es wert ist, zitiert zu werden. Also hier wörtliches Zitat. Wenn er vor die Wagner-Kantine dem riesigen Vorhang trat und wegen der Umbesetzung oder der Indisposition eines Sängers die Nachricht dem Publikum zu vermitteln, dann konnten Uneingeweihte leicht vermuten, hier schaue kurz mal das Faktotum der Festspiele vorbei, ein jovialer Kreis, ziemlich kurz, burschikos einherstapfend, die Hände reibend, mit netten Onkellächeln auf den Backen. Was er zu sagen hätte, brachte er vielspötig und breitenfränkisch heraus, als hätte der Rest der Welt ihn nie geleckt. Für 57 Jahre stand Wolfgang Wagner, der am Sonntag 90-jährig gestorben ist, den Bayreuther Festspielen vor. Nur weil jemand als Enkel eines Genies auf die Welt kam, gelingt ihm solcher Weltrekord noch lange nicht. Ich bin immer im wörtlichen Zitat. Kompetenz braucht er dafür, unermüdliche Konditionen und unverdrossene Leidensfähigkeit. Die Gabe, mit Erfolgen achtsam umzugehen, die Unerschütterlichkeit. Von den Defiziten in seiner Bühnenzeit, in seinem Bühnenzeit, Entschuldigung, von den langwierigen Versuchen, ihn vom Amt abzulösen, ließ er sich nicht beirren. So oft die Erde bebte, er stand. Und ich zitiere den Schluss des Beitrags von Michael Thumser. Als Wolfgang Wagner am Ende der Festspiele 2008 das Feld räumte, da gab es bei einer Feier seiner Mitarbeiter Beifall und Tränen die Menge für ihn. Auf gedrechselten Ehrensitz, den Stock zwischen den Knien, winkte er zum Dank und trug sein nettes Onkellächeln auf den Backen. Bis zum Schluss hatte er sich immerhin scheinbar, jeder Fremdbestimmung entzogen und trat den Rückzug freiwillig an. Kein Sturz, ein Verstummen. Meine Damen und Herren, ich bin froh, dass ich nicht in der Jury war, denn ich weiß nicht, ob ich das übermitteln konnte, das war zumindest mein Ziel. Die Jury hat es wirklich verdammt schwer. Wir hatten zum einen eine wirklich innovative Serie über die Zukunft der Energie und gleichzeitig über die Zukunft dieser Region Oberfranken. Wir hatten zum zweiten eine Serie, die uns wieder erwärmt für diese wunderbare Gegend, in der wir leben, die Genussregion Oberfranken genannt. Und die Jury hatte schließlich dieses sprachlich feingedrechselte Werk, diesen Nachruf, auf einen der größten Söhne dieser Heimat zu beurteilen.
Kurz gesagt, obwohl eigentlich alle der Nominierten den Preis verdient hätten, hat sich die Jury entschieden für... Hat niemand den Umschlag jetzt? Das ist mir jetzt wirklich peinlich. Vielleicht machen wir eine kurze Hypnoseübung. Sie wissen ja, ich habe es gelernt. Kurz durchatmen, weil der Umschlag sonst blöderweise weg. Nein, das war ein Scherz. Die Jury hat sich entschieden für Michael Thompson, meine Damen und Herren.